Hallo, hallo, hallo. So, ach, weiter geht's. So, jetzt muss man ein bisschen abwägen. Machen wir lieber die Kreuzer oder lieber die Schlachtschiffe? Schaden. Man die Kreuzer, oder? Kreuzer kann man besser PvE farmen. Gegen die Bots. Aber ich würde vielleicht vorschlagen. Ah, nee, komm, wir machen das nicht mit denen, sondern. Wir nehmen mal eine Standard Puerto Rico. Für die guten Zitas. 9300 als Zita. Und ist ultra schnell. Ja, wir werden erstmal ein bisschen farmen und dann natürlich muss man noch PvE machen, PvP machen. Standard, also Zufallsgefechte, weil ich brauche noch die Kapitäns-EP. Und ich habe mir gleich noch meine letzte Paprika geschnitten. Und den Karl habe ich auch gestreichelt. Noch liegt er im Bett und pennt. Eventuell kommt er irgendwann angewaschelt. Beim Kreuzer gibt es halt nur eine Taktik. Gnadenlos nach vorne. Warte auf Anweisungen. Streitkräfte am Horizont gesichtet. Da ist das eine Georgia, die neben mir fährt. Ist klar. Ist denn schon wieder mit der Maus, ey? Oh, die ersten 4000 haben wir schon. Thank you.
Tja, da kommt er angewatschelt. Was habe ich gesagt? Und 40k. Okay, will raus. Unser Team hat die Führung übernommen. Feueralarm! Torpedos auf Backbord! Ja, er will definitiv raus. Schnell ein. Problem gelöst. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, geht gleich raus. Gegnerischen Zerstörer versenkt. Oh, der Konqueror frisst aber auch, ne? Feueralarm! Bist du? Na, bist du. Ja, das ist der andere. Ja, kein Wunder, dass du. Kein Wunder, dass du. Du schützt. Okay, dann du willst. Einer raus, einer rein. Der Fressnapf ist leer. Ja. 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 Oh, und draußen ist Geschrei der Bauarbeiter. Ich krieg die Krätze. Aber 110k Schaden gemacht. Nur das zählt. Was geht ab im Chat? Cam ist aus, weil ich esse. Uff. Oh, da müsste doch eigentlich bald fertig sein. Warte auf Anweisungen. Ende.
gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Einmal kann ich drauf schießen und helfen. Na, die 1800, die kann man mitnehmen. Jetzt kackt die Shima hier so ein bisschen ab. Aber jetzt muss ich mal auf. Feueralarm! Ist nicht viel. Wo soll denn jetzt hin? Verdammte Hacke. Unser Team hat die Führung übernommen. Okay, komischer Alatara. Unser Sieg ist in Sicht. Der war verschwendet. Unser Sieg ist in Sicht. Problem gelöst. Da war die Zieter. Und schon sind wir bei 103. Wir haben nichts gerammt. Feueralarm. Na 12. Ganz easy. So, jetzt muss ich erst mal wieder gucken hier, wie Verteilung der Kader muss geregelt werden. Alter, der Punkt. Okay. Beide Kader sind draußen. Fressen ab, waren wir leer gefressen. Vor allem, wenn mein Kader meines Vermieters kommt. Alter, das ist halt wie eine neunköpfige Raupe. Das Ding ist nur am Fressen. Aber ist halt klein. Ultra klein, das Ding. So. Weiter.
Mann auf Gefechtsstation. Auf Anweisungen. Ende. Okay, da kommen wir auf alle Fälle ein Schlachtschiff und ein Kreuzer entgegen. Okay, dann können wir auch links rumfahren. Also geradeaus. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Okay. Schlafschirm fällt schon mal darum. Orten. Okay. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Beide fahren dann. Das wird ganz mies. Wenn ich hier nicht gut abgreife. Strom kommt auch noch. Ah. Manchmal fahren diese Bots echt bescheiden. Unser Team hat die Führung übernommen. Das wird eine miese Runde. Es sei denn, die Yamato gibt ein bisschen her. Ganz klein bisschen. Naja, naja. Ah, da laufen die Torps, ey. Das tut gleich richtig weh. Bum, 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 bum. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken.
Aber sieht tatsächlich trotzdem ganz gut aus mittlerweile. Ich bin entzückt. Land des Feuers. And they called him Fire. Nächstes Mal ist wieder Konvoi drin im nächsten Update. Ja, auf dem Tester war Konvoi wieder. Ich glaube, ich wieder zu, ja. Fast alle nicht brauchen werden, diesen Konvoi. Ich hoffe mal, die kommen dann hier, die NPCs. Das wäre so ein Kunstschuss auf die Puerto Rico. Ah ja. Immerhin habe ich was getroffen. Willst du mich rollen? Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Die Bunge wird gerammt, oder? Hier kann. Ach so, für das Thema, die Bunge wird gerammt. Okay, ich revanchiere mich.
Problem gelöst. Das tut gleich wieder richtig weh. Ah, es geht. 83k läuft. Jo, 90, 92. Feueralarm. 99. Kommen die 100. Ja, 106. Easy. Tintel, tintel, tintel. Easy. Oder habe ich einen Kern übersehen? Nee, war kein Kern. Schlacht beginnt. Viel Glück und ruhige Wasser. Hi, Alk. Wunderschöne Mittwoch. Lolo. Auch nochmal kurz von weg. Normalerweise immer mit Kamera, aber da ich gerade am Snacken bin, will ich euch nicht die ganze Zeit was vorkauen, dass ihr zusehen müsst, wie ich mir hier meine leckeren Snacks reinziehe. Auch Progress. Ja, das wäre, dann kannst du mich verstehen. Ich bin das ein oder andere Mal schon gerügt worden von meiner Zuschauerschaft. Das ist doch nichts, dass ich, wenn ich was esse, dass ich immer Hunger bekomme. Steaks oder Schweinenacken, weder noch. Paprikas mit Kräuterdip. Ja, ich habe mir halt Paprikas klein geschnitten in Streifen und dann mit dem Dip geht das halt diese so Pommessoße mit Kräutern versetzt. Ja, nicht beim Stream. Das ist mir ein bisschen aufwendig. Boah. Verzieht ja wie blöd, ey.
wir kriegen ihn weg. Bevor er Torps aussendet. Jetzt können wir uns hier um die Salem kümmern. Damn. Unser Team hat die Führung übernommen. Feueralarm! So, jetzt einmal schön der Salem in die Seite. Problem gelöst! Gegnerischer Kreuzer versenkt! Und jetzt der Megatorpedo. Alter, Kuhfürst, hä? Buff. Das waren gute 70.000. 136.000. Jawollo. So, beim Schiff versenken, so ein Fehlernkram in Trikot vernichten. So wie der Bösewicht in Matrix. Der, wie heißt der Franzose, ne? War das doch, glaube ich. Mit der geilen heißen Schnecke. Du fährst Korb schnell die Werft durch. Merowinger. Ja, genau, den meine ich ja. Den meine ich. Aber ein ordentliches Entrecot ist hier halt echt teuer, muss ich sagen. Ja, was heißt, ich fahre schnell die Werft durch. Ich hänge halt gnadenlos hinten dran, weil ich habe jetzt 2 Wochen lang Pause gemacht. Und das heißt, ich habe halt 2 Wochen lang keine Werft gemacht. Ja, und heute Abend muss die fertig sein, wie so heute Nacht, ne? Und ich versuche jetzt halt quasi noch so viel wie möglich zu pushen. Warte auf Anweisungen. Dass ich zumindest bis auf die 7 alles fertig krieg. Also auf den letzten Abschnitt. Ja, vor der Pause lag ich gut im Rennen, da war alles kein Ding, ne? Aber wenn man halt 2 Wochen nicht spielt, spielt man 2 Wochen nicht. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Oh, hier geht's richtig ab. Hier kommt ja einiges angefahren. Sehr gut. Ich kann ja gleich noch mal kurz zeigen, wie der Zwischenstand aussieht. Gar nicht so schlecht mittlerweile. Treffe ich auch mal was? Na, endlich. Ah. Ba, 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 ba. Da kommt. Was sind da so viele Torpedos unterwegs? Torpedos direkt voraus! Dann lieber auf was schießen, was richtig schön Breitseite zeigt. Ja, Bolo. Unser Team hat die Führung übernommen. Na,
Schmuddeltorps. Ach, da ist auch noch eine Yamato hinter mir. Upsi. Wie sieht denn die aus? Die sieht noch voll aus. Feueralarm! Unser Sieg ist in Sicht. Problem gelöst. Unser Sieg ist in Sicht. Feueralarm. Naja. Jetzt halte ich noch mal. Der stirbt direkt vor mir. Ach, was soll's. 300k. Läuft. War doch gut, dass ich mich für ein Kreuz entschieden habe. Übrigens, kurzes Statement, habe ich auch im Discord geschrieben, am Dienstag mach mal alle Container auf. Und dann wird die Kitakami abgeholt. Ja, dann werden alle diese ganzen schicken Containers werden aufgemacht. Ich habe auf dem Testserver am Montag die mal aufgemacht. Weil, kann man ja testen, ne? Das ist ja nicht so, dass es... Waren 4 Schiffe drin. Insgesamt. So. Kampfaufträge. Ja, so sieht meine Werft aus im Moment. Na, ich bin jetzt hier... Gestern habe ich angefangen mit dem hier. Dann habe ich die fast fertig gemacht. Heute halt die letzten fertig gemacht im 6er... Damit ich die 7er anfangen kann und die 7er, na, das läuft von alleine, das läuft von alleine. Die Kapitäns-EP muss ich jetzt gleich mal gucken, das heißt, ich muss gleich mal jetzt Zufallsgefechte spielen. Aber ich meine, ich habe schon 37.000 von 300, also ist nicht so, dass ich jetzt nichts gemacht habe. Und Zerstörer läuft halt auch schon fast fertig und jetzt gerade die... Kreuzer. Ich finde, da bin ich echt gut dabei. Gerade wenn ich so um die 100k quasi pro Spiel nach Hause bringe mit den Kreuzern. Ne, wir sind bei 693.000. Wie viel haben wir gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Und ich bin reported worden. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendeins der Taschkent-Spiele hier. Ne, der Split. Das Splitspiel hier war. Das war auch Zufallsgefecht. Und da ist einer voll im Chat ausgetickt. Ja, im Chat ausgetickt mit Fuck you und bla und Reporte und bla, bla. Gegen mich halt. Ne? Ich habe halt nichts gemacht, ich habe im Chat nichts gesagt. Und der Gegner ist halt voll ausgetickt. Keine Ahnung, weil ich ihn beschossen habe. Ich wurde sogar nach dem Spiel angeschrieben auf Türkisch und beleidigt. Aber hey.
Ja, ist schon noch einiges, das ist richtig. Aber ich bin ja noch 2-3 Stunden da. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, es muss heute fertig gemacht werden. Da gibt es keinen Morgen mehr. Wenn ich halt Glück habe, kriege ich die 4 Dinger noch fertig. Gut, das kannst du halt knicken. Ne? Also diese 40 Bänder in Brand stecken, die kannst du noch easy abholen. Die Gewinne, die Gefechte, das wird halt schon wieder schwierig, ne? Weil du auch 18 Gefechte machen musst. Das dauert zu lange, das geht nicht mehr und hier brauchst du nicht drüber nachdenken. Ne? Zerstört oder Treffer anzählt, das könntest du eventuell noch kriegen, aber du kriegst halt den nicht mehr voll. Das heißt, wenn ich heute noch hier hinkommen würde, dann nur noch das hier. Aber ich meine... jeder Punkt, den du kriegst, musst du halt nicht an Dublonen abdrücken. Ich muss auch noch, aber ich weiß nicht, ob es mir in deinem Fall wert wäre. Wieso? Es ist nicht so, dass ich jetzt heute durchspiele hier das Ganze. Ne? Ich werde das hier noch machen, um mir halt die ganzen Dublonen zu sparen, soweit es geht. Und wenn ich halt keinen Bock habe, dann kaufe ich mir halt das für den Dublonen und fertig ist. So, und bevor wir jetzt hier nichts tun, weiter geht es. Das Schöne ist, kann ja jeder machen, wie er lustig ist. Gibt kein Falsch in dem Sinne. Es ärgert mich halt nur ein bisschen, dass ich doch meine 2 Wochen im Warships Abstinenz quasi jetzt so hart ins Hintertreffen gekommen bin. Ja, doch. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt deswegen graue Haare wachsen lasse oder so. No chance. Aber die 2 Wochen Pause waren halt wirklich wichtig. Gerade nach Weihnachten, Silvester. Da war halt so viel Zeug. Und nebenan, auf dem Grundstück nebenan, wird halt ein Haus gebaut. Und ich wohne halt genau an der Ecke von meinem Haus quasi. Und das andere Haus ist halt, keine Ahnung, 5 Meter von mir weg. Und das ist halt so ein Mehrfamilienwohnblock, whatever. Also es ist auf alle Fälle richtig groß. Und... im Moment 3- oder 4-stöckig und das haben sie von Grund auf, die haben das alte Haus da weggerissen, ausgebaggert alles, Keller, Bodenplatte gemacht und dann von Grund auf dann aufgebaut. Ah, okay, Katze schreit. Miau, miau. Oder irgendwann den ganzen Tag den Baulärm, das ist dann auch nicht super erträglich. Ja, was denn, Carla? Ist nicht Fressnapf? Schleichst du hier rum? Geh weg. Nicht, dass ich über deine Füße roller. Na, solange nichts zu tun ist. Das ist halt immer so die erhöhte Schwierigkeit. Mit Viehzeug. Ja, ich kann gerade nichts machen, es tut mir leid. Ich muss den Platz vorbereiten für den Kader. Ich
So, so, so. So, jetzt. Torpedos voraus. Höhlenbruch. Wasser dringt schnell ein. Problem gelöst. Er dreht nicht schnell genug. Unser Team hat die Führung übernommen. Nur eh bloß eine Napoli. Komm, gib mir den Rem. Remming, Remming. Ich nehme mal einen guten Punkt abgreif. Jawohl, 108k. Perfekt. Und weiter geht's. 100.000 in 3 Minuten ist doch okay, oder? Und das mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. So. Ich dachte, ich muss mich halt hier ordentlich hin platzieren. Weil wenn der Kader nämlich gleich mit dem Fressen fertig ist, dann kommen da hier gleich angesterzt. Weil seine Lieblingsposition, und das ist kein Scherz, ist halt zwischen auf meinem Schreibtisch zwischen mir und dem Keyboard. Das ist sein absolut Favorite. Alle Mann auf Gefechtsstation. So, jetzt können wir auch die Kamera wieder einschalten. So, das Keyboard noch ein bisschen näher schieben, dass ich gut an die WASD-Tasten komme. Weil wenn der Kader hier wieder mit seinem fetten Körper rumliegt, ist man hart gehandicapt. Noch ist der Fressnapf in Beschlag. Ja, ja. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. So. So, jetzt bin ich einigermaßen hier verstaut. Ah. Er zieht das Bett vor. Okidoki. Durch diese hohle Lücke kann ich durchschießen. Yeah. Das heißt, das nächste Mal werdet ihr die Möglichkeit haben, Kader zu sehen, wenn er wieder ausgeschlafen hat in 1 bis 2 Stunden. Und dann irgendwas will. Fressnapf technisch oder sonst irgendwas. Dann hätte ich mich hier nicht so. Dann können wir uns wieder ordentlich positionieren. So. Spieltechnisch am besten. Und bam. 5 zieht das. Autsch. Amerikanisch Kreuzer, ey. Da geht das glücklicherweise. Was haben wir denn hier noch?
Führung übernommen. Da war die Zita. Kriege ich einen noch hin? Unser Team hat die Führung übernommen. Korrektur. Hätte ich nie. Ach, hätte ich. Feueralarm! Ja, Alter. Torpedos voraus. Was ist das denn? Komm im Arsch. Kriegen wir dich noch. Jawohl. So. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. So, jetzt gehen wir. Gehen wir darüber. Nein. Nein, das ist nichts für dich. Moment, ich muss kurz wieder umdispozieren. Ach ja, so gut zum Thema Kader. Will wieder, will im Bett pennen. So. Ah. Ja, Wulle Wulle. Klub. So, ich muss noch an die Weas. Ich brauche meinen Arm, Platz für meinen Arm. So. Ach ja. Haustiere, ne? So, jetzt muss er 2-3 Mal gestreichelt werden. Als Belohnung quasi, dass er sich hier hingepflanzt hat. 127.000. Ja, ist nice. Weiter geht. Ich zeig's nochmal, damit ihr nicht seht, dass ich irgendwie lüge. Oh Gott, das muss die Kamera von. So sieht das aus. Ah, er lächelt auch jetzt hardcore in die Kamera. So schaut er aus. Und ja, er ist ganz schwarz, bis auf so eine kleine Blässe vorne auf der Brust. Und ja, alles an ihm ist schwarz. Nicht nur seine Seele und sein Fell. So, jetzt habe ich ihn genug gestreichelt. So. Jetzt fängt er an, hoffentlich gleich zu schlafen. Und zum Glück regnet es draußen nicht. Wenn er mal reinkommt und der Sau nass ist. Und dann will er ja trotzdem seine alten Gewohnheiten machen. Ne? Das heißt, er will dann hier auf dem Tisch und sau nass, muss halt aufpassen, dass er nicht die Technik bespritzt. Das wäre echt unglücklich. Oh, da war eine Smolensk, habe ich gesehen. Hm.
Die Schwierigkeit ist dann immer, die auf die Tasten zu kommen. Erstmal die zu sehen und dann auf die drauf zu kommen. Torpedos voraus. Unser Team hat die Führung übernommen. Die Steinkrall kommen aber auch hart. Hardcore direkt auf mich zu, ey. Was habe ich denn jetzt zerstört? Steingrad. Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Problem gelöst. Unser Sieg ist in Sicht. Das wird diesmal irgendwie nicht so prickelnd. Gerade mal 30.000. Natürlich. 40, immerhin, ich habe mich hochgekämpft. Schlacht beginnt. Ich brauche Hilfe. Das Gefecht ist 10 Sekunden alt. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Macht Platz, hier kommt der Landvogt. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Ach, vorhin hatte ich auch einen dabei im Botgefecht, wo ich Zerstörer gefahren habe. Dann bin ich halt zwischen zwei Kreuzern durchgefahren und habe beide links und rechts jeweils halt weggetorbt. Und das hat den so angepisst, dass er die ganze Zeit auf mich geschossen hat. So lange, bis er rosa geworden ist, und da musst du halt echt lange drauf schießen und dann sich selbst getötet hat, weil er weiter auf mich geschossen hat. Da muss man sich halt mal fragen, Leute, ne? Hart, ey. Kreuzer gesehen.
Das war guter Schuss auf den dicken Hintern. Torpedos direkt voraus. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Natürlich. Kreuzer versenkt. Höhlenbruch, Wasser. Aber wie viel haben mitgenommen? 86.000. Und weiter. Es geht hier nur um Schnelligkeiten, um nichts anderes. Schlacht beginnt. Machen wir ihnen das Leben schwer. Dö, 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 dö. Ich fühle mich halt so richtig so zurückversetzt, ich will nicht sagen in meine Kindheit oder so, aber na, meine Eltern dann zum Chinesen gegangen sind, ins China-Restaurant und dann hockst du da gemütlich und da spielen die ganze Zeit so chinesisches Zeug ab. Streitkräfte am Horizont gesichtet. Da, 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 da. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Die ersten 13.000 haben es verdient. Da hat er eine Klatsche bekommen direkt vorher. Da kann ich halt nichts für. Torpedos voraus. Feueralarm. So
von nix. Torpedos voraus. Unser Team hat die Führung übernommen. Problem gelöst. Sieg ist in Sicht. Ah, der ist schon tot. Cool. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Oder Papa. Dich nehme ich mit. Du. 93k. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Life ist gut. Ah. Er schläft halt schon. Ganz schön Bauch bekommen, hä, Digga. Alfälle zieht sich das mit dem Kreuzeraufgaben tatsächlich richtig hart übel. Aber ist halt noch das am besten, ne? Schlachtschiffe dauert ja noch länger. Und mit U-Booten musst du auch 1,3 Millionen machen. Das sind gerade mal 400.000, 450.000 weniger als mit Kreuzern. Das ist halt auch Quatsch. Die 400.000 machst du mit dem Kreuzer wesentlich schneller. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Gib mir doch mal Ziele. Ah, die fahren alle rechts rum. Und die fahren natürlich links rum. Sind sie noch da? Ja. Bestätigter Einschlag. Lob. Lob. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Die Moment. Nein. Ramm ist super legitim. Unter 2000. Dü. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Das Einzige, was ein bisschen Nachteil ist, das ist super tröge.
Naja, ist jetzt nicht so aufregend, gegen Bots zu spielen und möglichst viel rauszuholen. Hat zwar so einen eigenen Charme, aber... Wie viel haben wir denn? 1 Million. Na, das heißt noch 7 Gefechte, dann ist hier auch Chaka. Na, lass mal das mal durchlaufen. Ja, heute noch. Oh, 2 Schiffsbauphasen. Besser als nix. Naja, apropos, wo wir hier alle versammelt sind. Bonuscodes und so. Oh, jawohl, baut. Ich glaube, den CP 30.000 Free. Ja, das ist Schmutz. Das brauche ich auf alle Fälle. Na, 2x mega Weihnachtsgeschenk. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels, Leute. Na, gestern war ich noch hier irgendwo. 21, 22. Haben wir jetzt alle Gefechte gezählt? 1,15. Schlacht beginnt. Das ist eine schlechte Startposition eigentlich. Zumindest, wenn du keine Tops hast. Werden jetzt hier im Chat Anweisungen gemacht, welche Caps wir zuerst nehmen sollen. Es ist ein Koop-Spiel.
Take A and C caps first. Okay. Then take B cap. Okay. Good luck. Zur Not bist du der Top. Ja, das ist eine valide Taktik tatsächlich. Da denken immer viele nicht dran. Gerade wenn du unterlegen bist und halt auf die Fresse kriegst im Endeffekt, weißt du, bist kurz vorm Sterben, mit deinen paar tausend HP, die du noch hast, irgendein RAM, der noch, was ich, 30, 40, 50.000 hat, so viel Schaden machst du mit deinen Kanonen nicht. Ups. Oh, das ist eine Booster. Eine Worcestershire-Soße. Naja, komm, dann mach mal dich weg, oder? Blob. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Was bist denn du da? Normalfi ist schlecht. Scheiß Turtle Armor. Ja, geht doch. Unser Team hat die Führung übernommen. Komm, nachladen. Das ist eine Floody. Ohohoho, das tut weh. Einschlag bestätigt. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Das hat wehgetan. Krieg ich dich? Nein. Lol. Unser Sieg ist in Sicht. Okay, er rammt mich. Pup. Okidoki. 205.000. Geht doch, oder? Sieg ist in Sicht. Da hat er mich gerammt, weil ich mich an der Insel festgefahren habe. Was heißt festgefahren? Das war strategische Meisterleistung, war das. Strategischer Sofortstopp. Ja. Aber der Dings ist immer gut. Ja, wenn du in der Vladivostok siehst, russische Schlachtschiffe, die sind super an die Seite zu schießen. Ihr habt gesehen, das hat richtig wehgetan. Ich bin nur ein Kreuzer. Ich bin halt ein schwerer Kreuzer, aber ich bin ja auch nur ein Kreuzer. Und trotzdem habe ich das Schlachtschiff instant deleted, die Vladi, mit ihren 60k. Gefechtsstation. Ja, Tita bedeutet auch 9.500 Schaden. Von dem Ding hier. Wenn Katze nicht immer so warm sein würde.
dann seinen fetten Kopf auf deinen Arm legt und dann mit ihrem ganzen Plüschfell quasi wie eine Heizdecke ist. Boah. Ich sag mal so, ich peile mal 19 Uhr an. Mal gucken, was dann geht oder nicht geht. Na, weil dann bin ich auch locker schon 6 Stunden unterwegs. Das ist einiges. Aber realistischerweise müsste man tatsächlich sagen, vermutlich eher bis 20. Kommt drauf an, wie gut ich die Kapitäns-EP reinfahren kann gleich. Diese dumme Venezia. Fahr halt vor. Affenkopf. Problem gelöst. Torpedos direkt voraus. Was ist wieder für Tops hier? Torpedos direkt voraus. Feueralarm. Ah, 123. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Mal ein Pfötchen da weg, weil da macht zu viel Kraller dabei ist. So. Wie viel sind's denn noch? <lacht> 420.000? Hatte ich nicht gerade hier ein Gefecht mit 200.000 oder so? Da, 200.000. Kleine 21k. Also das wird nochmal übel werden. Okay. Ja gut, dann bringen wir halt nochmal zwei Gefechte an den Start. Ah, Kapitänsgefechte geht. Das hast du, wenn du Glück hast, in ein paar Gefechten runtergerungst. Weil. Ja,
dafür hat man ja die roten Dinger. Mit 1600 Bonus ist das schon... Also 30.000 bis 50.000 sind da locker drin pro Gefecht. Ja, selbst wenn du ein scheiß Gefecht hast, und da hatte ich gestern einige, bin ich halt trotzdem mit 10.000 rausgekommen. Aber ich hoffe ja auf gute Gefechte, nicht auf schlechte Gefechte. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Das haben wir manchmal nicht gesungen. Achso, und ich habe gesehen, es war bei den DDSA 21K, sorry. Was? Achso, du meinst wegen den EP, ja. Ja, wegen dem Schaden. Entschuldigung. Da habe ich extra aufgehört. Ich habe vorhin einigermaßen halt die DDs gehen relativ easy. Aber ich muss ja sowieso gleich in Zufallsgefechte. Von daher musste ja nicht komplett die DDs und so fertig spielen, wenn du dann in Zufallsgefechten sowieso nochmal die DDs spielst für die Kapitäns-EP. Weil Schaden machst du ja dann sowieso. Das Einzige, was schwierig ist, ist immer die Tatsache, ne, wenn du mit Handicap spielst, also das Handicap heißt Haustier, dann kann es sein, dass in den entscheidenden Momenten durchaus dir einer in den Rücken fällt, indem er seine Sicht verstellt oder auf den Tasten drückt oder... Alter, ich habe nur gerade ausgefahren. Es gibt doch selten dumme Leute, oder? Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Ich habe ja nicht mehr gelenkt, ich bin nur gerade ausgefahren. Das heißt, er muss ja gelenkt haben. Muss man doch sehen, dass es nicht klappt. Aber vielleicht verspreche ich mir einfach von zu viel von irgendwelchen Leuten. Na, das ist das Gute im Menschen, das Herz der Karten, was auch immer. Bäm. Da ist die Selem. Zerbröselt. Torpedos auf Steuerbord. Feueralarm. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Torpedos voraus. Unser Team hat die Führung übernommen. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ist schlecht.
Naja. 88k und da gehe ich. Unser Sieg ist in Sicht. Da gehe ich dahin, wollte ich gerade sagen. Ich halte mich tapfer. Da ist noch mal ein, da ist noch mal ein Heal. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, das will ich da keine Zita mehr machen, aber hey, was soll's. Hauptsache die treffen alle. 4K. Knapp. 113. Weil ich weiß, ich werde definitiv in Zufallsgefechten keine Kreuzer spielen. Aber Kreuzer spielen kann ich nicht. Tja. Das ist. Jetzt kriege ich Durst. Kann ich aufstehen, weil der Kader auf mir drauf liegt. Hab nichts mehr da an Getränke. Das heißt, da muss ich jetzt durch. Bis zum Ende des Streams. Guck mal, Wargaming streamt auch. Alle Mann auf Gefechtsstation. Viel Glück und ruhige Wasser. Ich schulde Ihnen was. Warte auf Anweisungen. Ende. Man kann sagen, was man will, ne? Diese Tarnung, wenn man die so nennen darf, gegnerische Streitkräfte das entdeckt. Es tut im Auge weh. Man darf halt nicht drauf achten. Oh, da ist Eddie die Igel. Yeah. Schick, schick. Würden die Bots sich bitte töten, gegenseitig? Danke. Torpedos direkt voraus! Steht eine Ecke, ist irgendwie dumm rum. Torpedos voraus. Feueralarm. Wasser dringt schnell ein. Problem gelöst. Ja, da ist nichts mit Rammen.
Jetzt kriege ich gleich von der Puerto Rico eine Klatsche. Ja, 12k. Ich mal 83, ist okay. Feueralarm! Die Führung übernommen. Ich stehe halt nicht nur dumm da, sondern da wie doof. Problem gelöst. In dem Moment kommt halt der Schuss. Gut, 95.000 ist okay. Okay, wie schaut's denn aus? 3 von 6. Okay. 51 habe ich halt schon. Ist halt schon eine Ansage. 83.000. Okay, ein Gefecht machen wir noch. Mir wird es, glaube ich, unglaublich warm. Das heißt, nach dem Gefecht muss ich aufstehen. Ich muss mir was zu trinken holen. Das heißt, wird es eine kleine Biopause geben gleich? Jetzt hörst du auf. Machen wir ihm das Leben schwer. Bestätige. Viel Glück allen. Vielen Dank. Warte auf Anweisungen. Ist auch losgefahren. Na, jetzt hat er sich gestreckt. Das liegt dann natürlich noch dümmer als vorher. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Bist du? Nee, ja. Naja. Drei Treffer und alles sind abgeprallt. Boah. Ägier, ne? Hass. Da vorne war auch das U-Boot. Hab ich genau gesehen. In der Luft, in der Luft.
Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. Torpedos voraus. Problem gelöst. Torpedos direkt voraus. Feindliches U-Boot zerstört. Warte auf Anweisungen. Torpedos direkt voraus. Was wir gerammt. 50.000. Okay. So, wie gesagt, kleines Biopäuschen. Mein Getränk auffüllen. Bis gleich.